passt es soweit. Können wir wieder ein bisschen ausbauen. Adlertor. Oh, das frisst halt alles Geld, ne? Kaledor ist wichtig. Öffentliche Ordnung. Das Tor hier können wir einmal ausbauen. Müssen wir langsam mal sicher vorsichtig sein. Dich können wir ausbauen. Öffentliche Ordnung ausbauen. Den Schutz auf jeden Fall. Gerade in Zephri. Öffentliche Ordnung. Mehr Geld und weniger Baukosten. Ach Mensch. Und zu guter Letzt. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Einmal dich. Und einmal dich. Eieiei. Und natürlich auch hier einmal öffentliche Ordnung. Und die Pferde will ich auf jeden Fall gerne hier haben. Und dich können wir auch einmal ausbauen. So, das Phönix-Tor. Würde ich sagen, Handelseinkommen und Steuersatz. Kannst auch Provinzsteuern anmachen. Plus, minus, gleich gar nichts. Victory for the Gut, soweit so gut. Soweit so gut. Du musst nicht gleich viel oder weniger gewinnen. Was? Getächt? Nee, habe ich noch nicht. Da kommt alles noch. So, der Anhänger des Nagash. Ja, und Camry hat nämlich da unten ihm eine Siedlung geklaut. Meine ich, wenn ich das richtig sehe. Aber die Geißel ist nicht zerschlagen, ne? Also mit der Arche kann er wohl überleben. Das ist interessant. Das finde ich auch wiederum cool. Ich bin gerade im Überlegen, wen tue ich denn als nächstes konföderieren? Ich meine, Avalon würde sich ja lohnen, weil wir die Hauptprovinzstadt ja schon haben. Ja, bitte. Oh, sie wollen Frieden. Wer glaubt es denn? Aber lass jetzt mal gucken. Du bist natürlich ein militärischer Verbündeter gegen Nagarond. Ja. Kann ich mich ein bisschen umgucken? Du bist auch ziemlich weit gekommen, ne? Du drückst die ziemlich hier oben im Norden und deswegen haben die uns auch fast den Krieg erklärt. Du führst nämlich mit denen auch Krieg. Oh, so viele schöne Provinzen für uns, ne? Die werden wir uns noch alle unter den Nagel reißen. Ja, da würde ich eigentlich sagen, wir könnten eigentlich erstmal Frieden schließen, ne? Ja, ich meine, wie lange brauchen wir? Länger als 10 Runden, ne? Also, wenn wir keinen Nichtangriffspakt haben, in 10 Runden haben wir hier dann den Norden gesäubert. Das passt. Wie hoch ist das denn? Moderat für 1000 Gold. Ja, komm her. Dann müssen wir uns da schon mal weniger Sorgen machen. Also. Ja, und ich sag's ja. Es ist nur noch seine komische Mini-Arche. Ohne Armee, ohne irgendetwas anderes. Und kriegt sogar Verschleiß. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zählt, dass er den Verschleiß kriegt, weil er nicht mehr sesshaft ist. Aber, naja. Müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, die Arche ist auch auf dem... Ja, die ist so bei uns auf dem Weg, ne? Die ist auf dem Weg. Die will unseren Erkunder sich holen. Lass mal eben kurz gucken. So, warum hast du einen Verschleiß? Wegen tiefe Gewässer, alles klar. Na, dann ist das okay. Oder kannst schon mal den Weg hier einschlagen. Du hast immer noch keinen Schatz hier in der Nähe, ne? Doch, da haben wir einen. Immerhin eine geheimnisvolle Insel. Dann nimm wenigstens das mit. Ein Schiffswrack, ein Schädelriff. Ja, dann müssen wir eigentlich erstmal nach Norden danach, ne? So wie es ausschaut. So, dann. Aha, das sieht doch gut aus. Lass mal eben kurz gucken. Geht überall die öffentliche Ordnung hoch? Ja, das tut sie. Das gefällt mir. Das ist doch schön. Dann müssen wir uns nicht mehr darum sorgen, dass wir hier drinnen stehen, weil das wird sich dann von selbst erledigen. Kannst du jetzt gleich auch schon mal ins Wasser hüpfen, Tyrion? Jetzt bin ich am Überlegen.
An für sich bräuchte ich dich, um den Norden zu schützen. Deswegen wirst du bitte einmal hochkommen, Schrein des Kane. Dann können wir hier die öffentliche Ordnung mal richtig pushen. Plus 19 alleine für Charaktere. Und jetzt kommt noch die Militärpräsenz eigentlich mit dabei. Also das ist halt schön. So, du skillst bitte deinen Zauber als erstes aus. Das wäre für mich ganz gut. Jetzt bin ich am Überlegen. Wen fallen wir zuerst an? Ich glaube, erst die Skellinger, ne? Sie sind stärker. Deswegen kommst du auch schon mal rüber. Oh, was hast du denn? Packeisbucht ist 0815, ne? Chaos, Korruption, dieses, jenes. Chaos, Barbaren, Wurfechse, bla, blub, 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 blub. Und selbst hast du eine 16er. Du hast eine 11er Garnison. Oh, verkehrt ist es nicht. Aber ich glaube, mit unserer Armee werden wir den dennoch plätten. Kannst du auch schon mal nach oben kommen. Da werden wir ihn dennoch platt machen. Du bleibst erstmal hier stehen. Du kannst ja ein bisschen rekrutieren, ne? Hat eigentlich eine gute Armee, finde ich jetzt. Die ist nicht schlecht, die sieht nett aus. Hat ja an für sich, ne? Es wäre halt schade, Einheiten Rang 6 und so wegzuschmeißen jetzt. Da bin ich gar kein Freund von. Das machen wir nicht. Machen wir. Ja, bauen wir sie einmal aus, dann haben wir sie ausgebaut. Deswegen, auch wenn das Geld gerade schwindet, wir machen ja immerhin ein bisschen Plus. Das hier ist halt wichtig. Vom Hafen zu den Toren von Lothan. Bitte ich drum. Natürlich müssen wir hier alle anderen Hauptgebäude jetzt auch ausbauen, was wir gar nicht mehr so schaffen, ne? Wie ihr seht, weil es halt so immens teuer ist. Oh, Wahnsinn, okay. Ja, ich bin gerade im Überlegen, ob wir vielleicht doch nicht noch eine Armee kündigen. Ich meine, es wären halt 4000 Gold plus, ne? Es ist schon immens. Oder zum Beispiel hier ihn halt. Was warst du für ein Held? Ja, er hat den Wille des Drachen. Es ist unser eigener guter Held. Es wäre blöd, wenn wir ihn auflösen. Weil so ist es eigentlich okay. Welcome. Your words and deeds. I bid you welcome to the court of the Phoenix King. Wir könnten sogar direkt die nächste Konföderation mitnehmen, höchstwahrscheinlich. Ja. Warum denn nicht, wenn wir es doch können? Provinz gesichert, Provinz gesichert, Provinz gesichert. Drei Provinzen haben wir wieder erneut gesichert. Das ist halt so wow. Princess of Althwan. So, du bist Rang 1. Das brauchst du nicht mehr und du bist bestrafend. Das ist eigentlich total cool. Das ist ein Level 1 Held. Du bist Level 5. Du hast weniger Geschwindigkeit. Dann werden wir das so machen, dass du einmal hier rüber gehst zu dem. Du wirst denen bitte deine Truppen geben. Dann hat sich das erstmal für dich erledigt. Gut. Ja, wir machen Minus. Jetzt haben wir nämlich noch eine Armee. Ja, egal. Das kriegen wir noch schon irgendwie hin. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Der Handel ist noch bei 12.000. Die Steuern sind 17.100. Oh Gott, wir machen sogar so viel Minus, dass wir jetzt eigentlich einen Schatz bräuchten. Ne? Müssen wir mal gucken. Oh Gott, warum denn so viele Schwertmeister da drin in der Armee? Brauchen wir doch gar nicht. Die kann raus. Drei Schwertmeister auch. So, das sieht besser aus. Lichtmagier, Elder. Okay. Das passt. Junge, Junge, Junge. Nee, dich gleich erstmal drin stehen. Regeneriere dich bitte mindestens eine Runde. So, und zwar geht es hier um dieses schöne Etwas. Dann nehmen wir Steuern mit und Co. Ja, ansonsten ist es ja gut ausgebaut, bis auf das. Das braucht man nicht. Weil das andere wird jetzt hochgebaut. Ja. Ja, schön. Das ist schön.
Das ist schön, das ist schön. Noch mehr Geld. Also das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Was ist denn das für ein besonderes Gebäude? Schaltet Heldenrekrutierung frei. Elder, öffentliche Ordnung, Heldenkapazität. Und so weiter und so fort. Cool. Ein schönes Dingen. Also Respekt, ein schönes Dingen. Ja, das hier muss nicht unbedingt drinstehen. Genauso wie das hier nicht. Der Rest ist ja okay. Können wir mit leben. Und dann wirst du auch bitte hier Handelseinkommen und Co. erhöhen. So. Wir machen natürlich jetzt noch in manchen Bereichen Minus, aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. So, Albion. Was haben sie noch? Also die haben Albion, Trollfjord und Packeisbucht. Wir werden direkt am Anfang alle drei direkt plätten. Mit so vielen Armeen, wie wir dabei haben, werden wir die Armeen rüberschicken und wenn wir denen den Krieg erklären... werden wir direkt überall angreifen. Nicht Angriffspakt mit euch beendet. Ja, das ist okay, Master Mundi. Das stört mich auch nicht, weil du würdest uns so oder so früher oder später den Krieg erklären. Also von daher. Es gibt so und so Krieg. Ne? Mit jeder Fraktion, die ein Ritual durchführen kann, gibt es Krieg. Ja, weil alle wollen natürlich ans Ziel kommen. Ich denke mal, Avalon wird uns nicht in den Rücken fallen. Den haben wir ziemlich zentral in uns drin, aber das passt. Und Teclis sieht gut aus. Es wird weiter rot. Genau das habe ich mir nämlich auch gewünscht. Deswegen haben wir ihm auch eine Menge Gold geschenkt an der Stelle, dass die Vampire immer noch leben. Ne? In den meisten Kampagnen, die ich bisher gespielt habe, da kriegen die Vampire immer auf den Deckel. Aber nun gut. So, negatives Wachstum. Ja, das passt schon. So, Marschbefehl. Du kannst dir schon mal einen Schatz holen. Vielleicht haben wir da ja was Schönes drin. Ja, noch mehr Erfahrungspunkte. Das ist natürlich nett. Komm mal bitte zurück in die Stadt. Ich glaube, wir werden erstmal die Schlacht führen, damit er seine Rüstung kriegt. So. Und dann haben wir noch einen Skillpunkt frei. Stellung halten werde ich erstmal mitnehmen, bevor ich irgendwelche anderen Einheiten hier in Elite-Status erhöhe, weil das brauchen wir so oder so erstmal noch nicht. Dafür müssen sie erstmal kämpfen. Wo gehen wir denn mit dir hin? Wir müssten eigentlich... Geh ruhig erstmal da runter. Kannst du nochmal gucken, ob irgendwas gerespawnt ist. Grausige Fracht dieses jenes. Hallo Vampirküste, nicht schlecht. So. Ach du meine Güte, egal. Dann holen wir erst dich, dann holen wir oben das Wrack. Ich meine, solange wir nicht Gefahr laufen, dürfen wir ja ruhig ein bisschen die Schätze sammeln. Also Gefahr laufen, angegriffen zu werden auf hoher See. Weil das kann man halt selbst leider nicht ausfechten. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber so ist es halt. Ja, ich müsste dich an für sich sogar hier stehen lassen erstmal, ne? So leid es mir auch tut. Ich meine, wir haben keinen Plündermodus mit denen. Ich könnte dich ja schon mal hochholen. Das gefällt ihm dann zwar nicht, aber... Ja, lass mal halt meckern. Du bleibst erstmal hier drin stehen. So, Truppen auffüllen bitte. Ja. Du hast ja alles andere geskillt vom NPC her. Nehmen wir ihn mit rüber oder eher nicht? Das ist halt die Frage. Ich würde sagen, ja, machen wir dennoch. So, schwupps, kommst du noch einmal mit rüber? Machen wir denn mit dir? A promising lieutenant. Das ist halt schon nicht schlecht, ne? Gerade geschossresistent und Co. Also, den Kommandanten würde ich gerne behalten. Bloß will ich jetzt erstmal keine Armee rekrutieren. Die Schwertmeister sind schon drin, das ist völlig okay. Wir könnten das aber auch nachrekrutieren. Dann würden wir erstmal wieder einen Batzen Gold plus machen. Dann kommst du mal mit und kommst hier rüber. Das ist zwar ein sehr, sehr weiter Weg, aber es sollte passen. Weil das nächste Ritual beginnt ja dann auch irgendwann für uns. Ein Lichtmagier. Was bist du? Du bist ein guter Lichtmagier. Ist ja gar nicht so verkehrt mit dir.
Es ist die Frage, wir brauchen noch einen Lichtmagier, ne? Einen Magier brauchst auf jeden Fall du noch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ne? Ja. Du brauchst noch alles. Dann würde ich sagen, kommst du hier rüber? Die Magierin kommt mit hier rüber. Was haben wir hier noch? Ein Elder. Wie hoch ist die Chance? 37%. Hat aber leider nicht geklappt. Okay, okay. Gott, Wahnsinn, wie viele Truppen wir haben. Immer weiter runter scrollen. Ja, der gute, gute Ausbau, ne? Er darf nach wie vor nicht fehlen. Öffentliche Ordnung Fürst. Würde mir ganz... Ja. Öffentliche Ordnung auf jeden Fall zuerst. Ah, hier haben wir sogar zwei Gebäude, ne? Reiß mal bitte den Magierturm ab. Den brauchen wir jetzt nicht so dringend, obwohl... wie sieht das aus mit Helden? Ja, dann hätten wir 5 von 5. Der Magierturm ist teurer als du. So, und dann erstmal öffentliche Ordnung. Ja, hier könnten wir natürlich früher oder später auch rekrutieren. Aber Unterhaltungsgebäuden und Einkommen aus Häfen, alle Provinzen in dieser Provinz. Häfen haben wir so und so zwei. Unterhaltungsgebäude könnten halt natürlich auch noch ein bisschen, ne, unseren Handel verstärken, der aber irgendwann aufgelöst wird. Das ist ja schön. Du wirst auf 4 ausgebaut und haben wir schon kein Geld mehr. Eieieiei. Ja, was ist denn los? Du willst ein militärisches Bündnis. Ja, du bist schon so zu klein, ne? Wie hoch ist es? Moderat. Ja, komm her, Teclis. Komm. Also wenn der Bruder uns schon fragt nach einem Bündnis, dann sollten wir auch schon ja sagen. Ja? Wenn wir ihn später in unseren eigenen Reihen dann in die Schlacht führen dürfen, dann ist das schon echt stark. Die Kalida ist ganz schön mobil, ne? Und agil gerade aktuell gegen Teclis. Ich meine, da steht er mit 2 Armeen. Oh, sie hat sogar die 3. Armee schon. Das kann auch der Untergang sein für Teclis, wenn wir der Kalida vielleicht nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Dann müssten wir eine Armee runterschicken in den Süden. Und die Gruftkönige als NPCs haben eine ganz gewisse Schwäche. Eine ganz entscheidende Schwäche. Da müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Die Wächter wurden vernichtet. Hat Kemri sich das geschnappt? Wahrscheinlich, ne? Schwarzen Tempel von Nagash. Ja, Geißel des Kane darf nach wie vor weiter überleben, weil sie halt nun mal zu guter Letzt noch einen Admiral haben. Er hat sogar noch ein paar Einheiten mit dabei. Ist das halt bitter. Aber naja. Wir könnten vielleicht sogar nochmal mit den Frieden schließen. Müssen wir halt mal gucken. Wäre eigentlich ganz interessant. Dann jagt er halt unsere Erkunder und Goldsammler nicht. Weil etwas anderes bleibt ihm groß im Ganzen gar nicht mehr übrig. Also es ist... Die Geißel ist hinüber. Du kannst halt noch ein bisschen über die Meere schippern, aber... Ja, wir haben gerade eine Konföderationsschlafe, deswegen... Konföderationsstrafe, deswegen... unzufriedene Bevölkerung könnte echt böse ausgehen. Wir könnten, aber... Wir haben keinen Einfluss, ne? Investieren wir 750 Gold, ne? Ja. Zum Dienst bereit, Technologie erfolgreich. Endlich mehr mit Munition und mehr Geschossschaden. Gut. So, meine Güte. Unterhalt für Drachen, Rekrutierungskosten für Drachen für 2 Runden. Ist eigentlich nett, wir haben schon ein paar Drachen in den Armeen. Deswegen für 2 Runden werden wir es mitnehmen. Finde ich prima. Also, Tyrion, du bist ja zurück auf dem Felde. Du hast deinen Magier. Korruption bereinigen könnten wir schon mal mitnehmen. Dem Wirbelsturm, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was wir machen. Seelen tilgen oder eher buffen?
Nee, wir nehmen Seelentilgen. Nehmen wir das mal mit. So, dann kommst du eben einmal raus. Dann werden wir eben kurz uns dahin teleportieren. Und mit der Armee, die wir dabei haben, werden wir, denke ich mal, gegen seine Armee keine großen Probleme haben. Sunfang hungers. Es geht gegen Malekit in die Schlacht. Der Malekit kommt als Verbündeter auf seinem schwarzen Drachen. Ist ja sein episches Reittier. Ich habe dessen Namen vergessen. Ich meine, fängt mit S an, ne? Der Drache. Wenn ich mich nicht täusche. Ah, die Dunkelelfen sind schon interessant. Ich finde das anhand der Geschichte und der Lore sehr interessant. Sie sind wirklich halt stark verbittert, wenn man überlegt, mit den Hochelfen, mit dem Bürgerkrieg und den Streitereien und jetzt halt der ganze Hass und die ganze Wut. Das ist halt schon Wahnsinn. Ja, also die Hochelfen schaffen ja Freundschaften mit ihren Drachen und die Dunkelelfen unterjochen sie mit ihrer Magie. Das ist halt krass. Elves of Alfwan, to me, the scum of Naggaroth approach. They think to cage us in, but is the lion trapped when cornered by the rat? Do warriors squirm when confronted by weaklings? No is the answer. Gird your souls, let them come. At once. So, machen wir direkt mal eben kurz auf Pause. Überlebt die Invasion der Dunkelelfen, das ist unsere Mission. Er schickt natürlich erstmal an der Front ein paar Einheiten mit. Schwert und Armbrust, okay. Sein Kommandant ist anscheinend Fernkämpfer. Er hat natürlich Verstärkung. Und wir kriegen auch Verstärkung, wenn ich das richtig sehe. Es ist natürlich die Frage, wie stellen wir uns denn auf? Wie sollen wir uns denn aufstellen? Wie hast du dich aufgestellt? Vom Aufstellen her finde ich das an für sich ganz gut. Ah ne, nee, bitte nicht so, wenn dann schon so. Das sieht schon ganz gut aus. Er hat natürlich schwarze Reiter mit dabei, dagegen sollten unsere Streitwagen aber ziemlich, ziemlich effektiv sein. Deswegen stellen wir die mal nach links, nach rechts. Du nimmst bitte den Pfeil hier mit. Wachmodus und dann wirst du... Oh, das sind ja Standardeinheiten, ne? Schieß auf die Düsterschwerter. Es ist nichts Besonderes dabei, wo ich dich drauf fokussieren möchte. Na gut, unsere Helden ist eine Sache für sich. Die sind ziemlich, ziemlich stark. Die kommen auch erstmal hier mit in die Mitte. Und die Drachen tun wir natürlich links und rechts aber aufstellen. Und dann passt das schon. For duty. Oh, ihr seid nämlich dann einmal meine 2 mit Wachmodus drin. Ihr seid dann meine Nummer 1, weil ihr seid meine Nahkämpfer. Meine Elite. Ja, und dann kriegt er auch gut ins Gesicht. Da könnte man sogar die Schussart, je nachdem, ein bisschen anders verwenden. Lass mal nochmal draufknallen. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Haben wir... wie weit geht der Zauber? 250 Meter. Das ist nicht verkehrt. Habe ich aus Versehen unsere eigenen Einheiten erwischt, ne? Ist immer ein bisschen gemein. Meter. Ist schon ganz nett, ne? Ja, die Kavallerie will ehrlich gesagt gar nicht. Die will vorne rein. Und da seht ihr es jetzt mal. Wenn die Kavallerie nämlich jetzt anstürmen würde, dann würden sie nämlich ihre Speere ziehen. Ja, es sieht aber gut aus. So, Tyrion, Sonderbefehl, Attacke. Dann kannst du ruhig deinen Elder mitnehmen. Nimm deinen Elder mit und do your thing. Ja, aber das ist halt, naja, ne? Ist halt, naja. Ja, da müssen wir uns halt gar keine Sorgen machen. Das ist,
Da seht ihr das halt mal, ne? Bis zur Hälfte leer geschossen. Es kommt halt die zweite Armee noch. Das große Problem wird halt sein, Malekith. Ne, wenn der Malekith halt jetzt hier runterkommt, ich hoffe, er wird Tyrion herausfordern. Dann gibt es natürlich ein episches Battle. Ansonsten sieht es ja ganz gut aus. Er kommt halt, er geht halt, ne, er ist halt ein bisschen am Schwächeln, aber es passt halt schon. Hast du noch ein paar Harpien mitgebracht, auch okay. Jetzt kriegen sie ihren Buff, das ist fies. Ach, das sind Echsenreiter. Die, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, es sind nicht gegen große Feinde. Ja, der feindliche Kommandant ist schon mal hops. Das weitet sich da ein bisschen aus. Und da war schon mal der erste Zauber von Malekith. Der jetzt stetig immer näher kommt. Oh, der Streitwagen ist schon mal drin, ne? Die Einheit verliert, klar. Das ist, aber nicht so gewollt. Achso, du greifst meinen Drachen an. Ach, du Jemine. Jetzt geht's aber los. Ja, mit den Streitwegen ist das jetzt ein bisschen blöd, aber das sollten wir dennoch hinkriegen. Okay, dann beginnt die Party, ja? Dann kommen wir mit hier rüber auf die Korsaren. Da müssen wir uns keine Sorgen darüber machen. Ja, die Schwertmeister kannst du gerne herausfordern, wenn du möchtest. Das passt aber noch. Malekith kriegt von unseren Drachen ziemlich auf die Nuss, ja? Schön, Malekith. Ein Drache kann da ruhig hinterher, nicht, dass er auf dumme Gedanken kommt. Und der Rest sieht gut aus. Und jetzt kommt die Verstärkung. Obwohl wir schon die Schlacht gewonnen haben. Jetzt kommt die Verstärkung. Ne? Es ist halt. Man muss es halt nur überleben. Irgendwann kommt Teclis zur Hilfe. Ja, ein mächtiger Zauberer mit ordentlich Infanterie und natürlich noch einem Phönix. Andere Seite genauso. Ordentlich Kavallerie, meine ich, nicht Infanterie. Aber wir haben es ja ganz gut selbst gelöst. Also das passt schon. Na gut, immerhin. Oh, wenn wir bald an die mächtigen Zauber kommen, dann... Ach du Jemini, das kann ja was werden. Aber die Seegarde ist bisher gut dabei. Also ich bin ganz froh um die Seegarde. Wir könnten natürlich noch ein paar Bogenschützen rekrutieren. Die hätten noch ein bisschen mehr Munition, mehr Reichweite. Aber die sind natürlich dann noch anfälliger gegen flankierende Einheiten wie Kavallerie und Co. Oder zum Beispiel die Harpien, die machen das auch ganz gerne. Die gehen dann auf die Bogenschützen los. Ich würde sagen, damit es schneller geht, nehmen wir einfach die Zwangsarbeit mit. Eigenschaft erhalten, weil wir Malekith besiegt haben. Einkommen durch Überfälle, 10% erhöht, ist okay. Damit fängt es jetzt so und so an und wir kriegen die passive Fähigkeit Raserei. Das ist sehr gut, damit haben wir auch unsere Mission erfüllt und kriegen die legendäre Drachenrüstung des Anerion. Erfolgschance der feindlichen Aktion des Helden, die Rüstung, perfekt. Du bist schon Vorkoster. Immun gegen Verschleiß für die Armee. Du hast das auch schon drin. Okay. Ja gut, die wichtigsten Einheiten haben es halt schon drin. Dann würde ich sagen, jetzt ist natürlich die Frage. Nehmen wir erstmal die Bogenschützen. Also den Beschussschaden. For my queen. So, jetzt wird es interessant. Gehen wir direkt aufs Miasma.
Also Miasma ist halt, das ist echt stark. Das ist echt stark. Der Seelenraub wäre ideal gegen Single-Target. Erdenblut natürlich als Support für Heilung. Natürlich den Buff für unsere Nahkämpfer. Oder Kampftraining. Nehmen wir das Kampftraining mit. Das ist ja eigentlich ideal für die Armee hier. Obwohl wir die